Herzlich willkommen zurück zum Minecraft. Diesmal eine andere Art von Let's Play. Ihr seht, ich bin irgendwie im Weltraum und so. Das ist zwar nicht das Let's Play, sondern es ist einfach nur vor Let's Play vorgeschoben, so aus Spaß an der Freude. Ich mach mal eben auf 3. Und ihr seht schon, die Koordinaten sind 10.100. Seht ihr da oben bei Y, da stehen immer die, beziehungsweise nicht die Koordinaten, sondern die Höhe, wo man gerade ist. Und ich bin gerade 10.000 Blöcke hoch. Ja, und ich wollte jetzt eigentlich so aus Spaß mich da jetzt runterfallen lassen. Ich bin noch im Creative-Modus, aber weil ich jetzt Cheats drin habe, kann ich Game-Mode auf 0 machen. So. Wenn ich das nämlich jetzt mache, fällt der runter und ich wollte nur gucken, ob der am Leben bleibt oder nicht. Ich bezweifle natürlich, dass er am Leben bleibt. Aber ich wollte nur gucken, ja, ich wollte gucken, was passiert. So aus Spaß, so vorm Let's Play. Mache ich so und, oh ja, und wir fallen runter. 10.000 Blöcke fallen wir runter. Es dauert leider ein bisschen, weil ich ja so toll bin und weil das so lange, weil ich so lange und so hoch gemacht habe. Jetzt sind wir erst bei 9.000. Aber ich kann euch ja unterwegs noch unterhalten. Jetzt fliegen wir hier wie Superman wieder zurück auf die Erde und müssen die Erde retten. So, dieser hässliche Streifen da, der regt auch auf. Alles die gleiche Farbe, nur dieser hässliche Streifen nicht. Das ist auch ein bisschen verwirrend irgendwie. So, und gleich müsste auch irgendwann mal die Sonne kommen, weil wir retten ja die Welt vor der unendlichen Finsternis. Sobald wir in die Erdatmosphäre eingedrungen sind, kommt die Sonne wieder und wir haben die Erde gerettet. So, und dann die Erde wenn wir dann die Erde gerettet haben, schlagen wir auf den Boden auf und sterben. So machen das richtige Superhelden. Die retten die Erde und sterben danach. Dann mal gucken die Koordinaten. 5000, wir sind gleich da. So, und anscheinend kommt die Sonne nicht. Das heißt, die Sonne versteckt sich vor uns. Das, was auch so einfach ist, sich als Sonne zu verstecken vor einem. Irgendwie ist das immer noch die gleiche Farbe. Also der Himmel und Sterne sind auch nicht zu sehen. Vielleicht habe ich hier irgendwas kaputt gemacht. So, Höhe 3000, wir nähern uns dem Boden. Und gleich crashen wir auf den Boden hinab. Und der Boden wird uns eiskalt zerschmettern. 2000. Die Sonne könnte so langsam mal kommen, weil es ist ziemlich kalt hier oben. Und weil man ja auch aus dem Weltraum auf die Erde runterfallen kann. Normalerweise schwebst du ja im Weltraum rum und kannst nichts machen. So, und jetzt der ultimative und 1000. So, jetzt sind wir gleich sofort da, aber die Sonne ist ja immer noch nicht da. Vielleicht verarsche, wahrscheinlich ist da unten Nacht. Oh, und wir sehen schon hier die Wolken. Wir sehen schon die Wolken. Und wir crashen auf den Boden und... Natürlich sind wir gestorben. So, da war auch direkt ein Zombie. Das war nur ein kleiner Spaß am Rande. Ich wollte natürlich... Das war natürlich nicht das Let's Play. Das war einfach nur so aus Spaß und Freude. Um mal zu gucken, was passiert. Obwohl ich eigentlich wusste, was passiert. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Ich dachte einfach, die Idee ist cool, kannst du ja mal versuchen. Ist doch alles toll. Ich höre irgendwie immer noch diese Spinne, die irgendwie mir die ganze Zeit hier auf den Sack geht. Die checkt auch nicht, dass sie mich hier nicht kriegt, ne? Dafür ist die zu unfähig. So, ich bleib, bis es Tag wird, man glaube ich hier wieder drin, weil das wäre ziemlich unpraktisch, wenn ich jetzt hier rauslaufe. So, aber die ganzen Monster haben sich auch schon wieder schön verpisst, außer da, da ist der Creeper. Aber der sieht uns nicht. Der Creeper, der braucht mal eine Brille, der sieht uns sonst nicht. So, in der Zeit können wir uns hier was craften. So, was können wir uns ein schönes craften? Wir craften uns jetzt in der Mitte eine Fackel rein. Und dann außenrum Erde. Wenn jetzt was passiert, wenn ich den Cobblestone da reinmache. Und ihr seht schon, das ist ziemlich lustig, wenn ich da jetzt den Cobblestone reinmache. Es passiert nichts. Ja, das war einfach nur so, weil mir gerade so langweilig war. So, jetzt gehe ich wieder hin. So, und jetzt warte ich auf das Schaf da oben, dieses Schaf. Das ist ja, kann sein, dass das Schaf ist, was wir schon von Anfang an gejagt haben, aber wo wir keinen Bock hatten, da hochzuklettern.
Hey, komm. Irgendeiner muss sie doch mal töten, oder? Komm, Planting. Einfach mit dem... Ey, dreh dich mal zu mir. Also mit dem Arsch zu mir, ey. Diese scheiß Spinnen, ne? Ach, die dreht sich immer dahin, wo ich gerade bin. Aber ich hoffe, dieser Creeper, der hat sich schon ein bisschen bewegt. Ein kleines bisschen hat er sich schon bewegt. So, und jetzt hätte er sich in Luft ausgelöst. Das war's. Ach nee. Die ist da hinten. Nur da war es ein anderer Creeper. Das, was Creeper nun mal so machen. Sie lösen sich einfach in Luft auf. Ja, komm. Da hinten sind ganz viele Skelette. 1, 2, 3, 4 zähle ich. Da hinten ist auch ein Skelett. Niveau da. 5, 6, 7. Das sind 7 Skelette. Das ist... Wenn die jetzt alle hier reinfahren, wäre es cool. Und diese Spinne, die kriegt gleich auch mal ordentlich was in die Fresse. Und die nervt die ganze Zeit und die macht immer so stöhnende Geräusche. Das geht doch, das geht gar nicht. Komm, ich steuere die Spinne da mal auf dem Dach ein bisschen rum, indem ich hier einfach rumlaufe. Ich ist sie verwirrt. Dann weiß sie nicht mehr, was sie machen muss und danach ist sie auf Drogen. Hast du keine Freunde? Komm, such dir Freunde. So, ich gehe aber hier erst raus, oh, das ist noch ein Zombie. Ich gehe aber erst raus, wenn die ganzen Monster weg sind, beziehungsweise nur wenn die da weg sind. So, ich guck mal den Ender durch. Ich meine, kann er mich durch Glas sehen? Kann er mich durch Glas sehen? Mal gucken, wenn er jetzt guckt, ist die da runtergefallen? Ja, aber sie ist wieder hochgeklettert. Gucken, was passiert, wenn ich ihn jetzt angucke. Ob der mich dann töten will oder nicht. Hey, Skelette, wenn ihr nicht mehr brennen wollt, dann müsst ihr einfach hier unten in das Wasser reinfallen. Dann verbrennt ihr nicht. Beziehungsweise ihr verbrennt dann nicht an der Sonne, sondern ihr verbrennt dann an der Lava. Aber wenn man von der Sonne verbrannt wird, ist das doch ein viel elendarischer Tod oder so ein Scheiß. Elendlicherer Tod. Ach. Egal, ihr wisst, was ich meine. Sie sind weg. So, jetzt können wir hier raus. Die Spinne ist auch lieb, obwohl die uns immer noch hinterher geht. Ja, ja, genau. Jetzt poliere ich die mal so ordentlich die Fresse. Habe ich so gedacht. So, wenn hier was ist, soll mich das Ding an den Arsch lecken. Es sei denn, es war ein Creeper. So, Spinny. Komm mal her, Spinny. Und deine Freunde, die Skeletti und die Zombie und die Enderman. Die Creepy wollte ich nicht haben. Die sind scheiße, die will keiner haben. So, was wollte ich... Ah ja, wir könnten theoretisch schon mal den Keller weiterbauen. Aber dazu brauche ich Steine. Und Steine findet man hier überall. Und deswegen gehe ich mal irgendwo hin und mir Steine zu. Intelligenz von mir. So, hol ich mir die Steine von da. Nein, ich will mir die Steine nicht von da. Ich will mir die Steine nicht von da holen, weil ich mir die Steine von da holen will. Weil ich nicht. Und wenn ich mir die Steine von da holen will, dann muss ich mir die Steine nicht von da holen. Denn dann kann ich mir die Steine von hier holen. Hier ist etwas dunkel, deswegen... baue ich mir die Steine hier ab. Wupp, wupp. Komm, so. Der macht immer noch das gleiche. Ich muss gar nichts drücken und der baut das einfach ab. Das ist jetzt gerade ist das relativ praktisch. Aber auch nur, weil ich gerade nicht wirklich den Finger da drauf haben möchte, weil ich mit meinem Finger andere Sachen zu tun habe. So, und hier kommt auch sofort Gravel, der sofort besser sein will als alle anderen. Kommt dann sofort da runter gefallen wie Superman. So, und blub, der haut einfach aus Spaß, ohne dass ich was mache, irgendwo drauf rum. So, die Steine reichen natürlich nicht, deswegen muss ich mir jetzt noch mehr Steine holen. Ach ja. Ja, dann hol ich mir mal die Steine hierher. Ja, Steine abbauen ist wirklich nicht interessant. Meiner Meinung nach. Es gibt einige bestimmt von euch, die es interessant finden, aber das sind wahrscheinlich dann auch 0,00002%. Ich kann mir schon vorstellen, dass welche das machen, aber also gut finden, aber ja komm, hier hört die Fresse da. Okay. So, ich glaube, ich mache jetzt mal den Keller. Und bevor ich den Keller mache, wenn ich die Aufnahme. Wir sehen uns dann später, würde ich sagen. Ja, ich muss noch was sagen, kurz, ganz kurz.
die letzten beiden Let's Plays, also irgendwie 26, nein, 27 und 28, weiß ich nicht genau was jetzt, die sind ein bisschen kurz geworden, 8 Minuten, das war einfach nur, weil ich die Zeit vergessen habe, weil ich einfach so aus Spaß einer Freude auf Aufnahmepause gedrückt habe. Tut mir leid, hoffentlich ist dieses länger. Ich denke mal, oder 60, ach, mache ich noch ein bisschen, ne? Mache ich noch mal ein bisschen, dann fällt mir gerade mal so ein, dann gucke ich mal, dann mache ich mal den, mache ich mir erstmal eine fette neue Schaufel, eine neue Eisenschaufel. So, und dann irgendwann dürfen wir uns auch mal wieder Holz abholzen. Weil wir ja auch die, ganz viele Kisten machen wollen. Und Kisten kann man sich eben nur mit Holz machen. So, dann gehen wir mal hier wieder runter. Und wir sehen ja schon, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das mache. Ich glaube, ich lasse das so. Dann, so, dann mache ich mal Fackeln. Mache ich einfach, mache ich das viel praktischer hier. So, die Fackel muss da sowieso weg. Hier überall eine Fackel dran. Ja, da nicht unbedingt. Aber da. So, und jetzt können wir nämlich auch wieder... Ja, da lasse ich die erstmal. Aber jetzt können wir auch diese Wand hier wegreißen. So, ich muss wieder nichts drücken. Ich halt einfach nur... So, ich hätte einfach nur die Maus dahin, wo der das abschlagen soll. So, machen wir so, 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 so. So, 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 so. Alles klar. So. Okay, das ist normal, was das hier macht. Komm hier, fall mir in die Arme. Ich bin dieses Sterntalerchen. Okay, anscheinend habe ich aufgenommen. So, jetzt beende ich mal kurz die Aufnahme. Und ich sage, bis zur nächsten Aufnahme und wir sehen uns bis irgendwann mal. Bis dann.